heute bei uns in der diesjährigen Redaktion Lucy Diakowska zu Gast auf diesem Sitz. Herzlich willkommen. Sehr bequem ist das. Ja. Du bist ja heute angereist von wo? Ich bin heute nur aus Berlin angereist. Ich war aber gestern in Köln, vorgestern in Bremen. Und dann nachher werde ich nach Magdeburg fahren. Nach Magdeburg. Da lebe ich zurzeit. Und was ist denn der Anlass deines Besuches heute? Meines Anlass? Oh, wie ich dann hier schon gefragt habe. Also, ich möchte erstmal über ein ganz tolles Event sprechen, das am 12. Juli hier in Dresden stattfinden wird zum ersten Mal. Das ist ein Frauenlauf. Du läufst jedes Mal mit bei jedem? Ja, ich laufe jedes Mal. Das sind aber, muss man wirklich sagen, nur 5 oder 10 Kilometer. Das sind aber keine kurzen Distanzen für die Frauen, die wir letztendlich ansprechen möchten. Sprich, das sind vielleicht einfach Hobbyläuferinnen oder einfach sportbegeisterte Frauen und die jetzt wirklich die Möglichkeit haben, wirklich dieses Gefühl von Zeitmessung, dieser Start, dieses ins Ziel kommen zu erleben und dieser Erfolg dann in dem Moment dann auch zu erleben und mit nach Hause zu nehmen. Nach dem Lauf kannst du erstmal wirklich mal so ein alkoholfreies Bier trinken am Ziel, eine Banane essen, so ein schönes Müsli-Riegel zu sich nehmen, dann kannst du gemütlich duschen, dann Prosecco trinken, dich massieren lassen und wirklich den Abend auch bis 18, 19 Uhr ausklinken lassen. Treibst du selber auch sehr viel Sport? Ja, selbstverständlich. Also ich kann natürlich nicht über etwas sprechen und Frauen dazu bewegen, sich sportlich zu betätigen und einfach so einen Sporttag zu erleben, wenn ich selber nicht dahinter stehen würde, wenn ich das selber nicht mache, wenn ich selber nicht weiß, was das bei mir bewirkt. Ich werde positiver, ich bin natürlich schon ein positiver Mensch, aber Laufen macht bei mir einfach alles wieder auf. Wenn ich dann viel zu viele Gedanken habe, natürlich mache ich mir immer Gedanken über mein Leben, über das, was kommt, gerade im Beruf, in berufliches Leben, weil den Beruf, den ich ausübe, ist kein Beruf, der in 10 Jahren wieder genau das Gleiche sein wird. Also in 10 Jahren werde ich nicht wieder die gleiche Show machen. Sehr, sehr viele kennen dich ja aus der Vergangenheit in Verbindung mit No Angels. No Angels. Selbstverständlich, ja. Genau. Ist aber bis heute so. Ja? Es hat sich bis heute nicht wirklich groß verändert. Es hat sich ausgeweitet, aber schon mal ist das nicht die Lucy von den No Angels. Und ich finde es großartig, weil Das ist jetzt wirklich eine Weile her und ich bin erstaunt, wie viel gerade so junge Teenager mich kennen, die damals wahrscheinlich noch nicht mal geboren worden sind. Ich weiß nicht, wo mein Weg oder wie mein Weg letztendlich verlaufen wäre ohne die No Angels. Ich hätte mit Sicherheit diese Art von Bühne, die moderne Bühne, gesucht, aber ob ich die so gefunden hätte, das kann ich heute nicht wissen. Du bist ja in Bulgarien geboren. Ja, und da aufgewachsen. Und aufgewachsen, genau. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier. Und zwar länger mittlerweile, als ich in Bulgarien gelebt habe. Okay, aber hast du trotzdem immer wieder Kontakt? Also, ich bin immer wieder da. Bis letztes Jahr habe ich 2 Jahre da fast gelebt. Ich bin jetzt auch den ganzen Herbst und Winter auch in Bulgarien wieder arbeitstätig. Also wenn ich irgendwie eine Woche frei habe, dann fliege ich dahin. Meine beste Freunde, machen eine Party, mein Neffen. Also das ist ganz toll. Ich persönlich für mich selber, als Bulgarin und ein mega wildes Kind und Teenager, finde es toll, dann auch mal ein Deutscher geworden zu sein. Ich habe einen Hund und da suchen wir immer so kleine Auslaufgebiete und ich genieße sehr die Ruhe und teilweise diese Einsamkeit, die man wirklich haben kann. Und dann am Abend verwandle ich mich in Magenta von der Rocky Horror Show. Unsere Premiere hat so geschüttet. Da fing ich an wirklich zu singen, die Eröffnung Science Fiction. Und mit dem ersten Musikton sah ich, wie vor den Scheinwerfer es anfängt zu regnen. Also da hat es wirklich eine halbe Stunde lang so geschüttet. Also solche Tropfen fielen. Und das war großartig. Irgendwie der Adrenalin ist auf so einem hohen Level und der Körper ist heiß und freut sich. Und wenn die Menschen da sind, gerade bei solchem Wetter, und du weißt, ey, die bleiben trotzdem da, das gibt einen noch besseren Gefühl, das Ganze noch besser machen zu wollen. Mensch, scheißegal, man legt sich auf die Bühne, dann ist es halt so. Ich war auch schon als Teenager klar, dass ich nicht wirklich die Theaterbühne suche. Ich hatte mir wirklich längere Zeit, also wirklich fast ein Jahr lang überlegt, soll ich denn jetzt wirklich vielleicht klassischen Gesang studieren? Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich werde sonst halt immer eine Rolle spielen müssen.
in der Oper oder auch im Theater. Und dann wird hier nicht die Lucy sein letztendlich, die auf der Bühne ist, sondern irgendjemand anderen. Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Heute kann mich jeder erkennen, auch in diesen Rollen. Also ich bin dann doch ein bisschen Lucy in diese Rollen. Mhm. Und jetzt bei Rocky gab es eine Szene, wo ich da das Publikum animiere, die zum Mitsingen bringe und danach zusammenbreche auf der Bühne. Mhm. Und dann beginne ich eigentlich langsam zu verwandeln und schreie ein bisschen Frankenvater. Mhm. Und es gibt eine 21, 22 wirklich Pause, ganz kurze Pause. Und da schrie ein Zuschauer: Halt durch, Lucy! Da haben sich alle so totgelacht. Ich bin gerade in so einer Zeit, wo ich eigentlich dankbar bin zu reisen. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich das nicht gerne gemacht habe, wo ich sehr gerne dieses Zuhause-Alltag-Gefühl genossen habe. Und mittlerweile gestalte ich mir mein eigenes Alltag, egal wo ich bin. Und ich habe noch einen Hund, das heißt, sie braucht auch immer Regelmäßigkeiten. Und immer mit dabei. Immer, also wirklich immer, weil es ist halt so und das funktioniert auch sehr gut. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich jetzt schon 15 Jahre diese tolle Möglichkeiten, es ist nicht selbstverständlich, ich bin sehr dankbar dafür, aber es ist nicht selbstverständlich, weil es gibt so viele Musiker, so viele Künstler, so viele tolle Sänger und es werden immer mehr natürlich, die werden nicht weniger und ich bekomme so tolle Möglichkeiten, einfach auf verschiedene Bühnen zu stehen. Ja, kam der Erfolg natürlich auch sehr schnell, dann war der da, dann hat er lange angehalten, also was heißt Erfolg? Diese Platzierungen und das viel Arbeiten. Ich finde für mich, dass ich nicht diese Dankbarkeit besitzt habe, die ich heute habe, weil wir Künstler sind nun mal Menschen, die auch ganz groß geben wollen, aber natürlich auch ganz groß nehmen brauchen. Mir bringt das so viel, wenn ich weiß, dass das, was ich in dem Moment gemacht habe, jemand so viel gegeben hat, eine Emotion in dem Moment, ein Ausraster. Und das fühle ich schon gut. Wie wichtig ist dir Familie? Sehr wichtig. Klar, wir werden älter, Opa ist weg, Neffen ist gekommen, Nichte ist gekommen. Also, und da merkt man schon, dass es schon was ganz Wichtiges gibt im Leben, das nicht mit einem selber noch zu tun hat und das nicht ein selber ist. Ich habe halt keine Kinder, aber ich würde gerne welche haben. Vor 10 Jahren konnte ich mir das nicht vorstellen, vor 5 eigentlich auch. Aber heute stehe ich anders dazu, weil ich heute denke, dass ich die Kraft und so eine gewisse Weisheit zumindest dafür habe, diesen Kindern auch was Gutes beizubringen. Ich möchte dieses Kind was Gutes lernen. Ich brauche kein Kind, damit ich nicht alleine bin. Ich habe einen Hund dafür. Mhm. Alter Schwede, jetzt muss ich aber. Ich habe dir gesagt, dass ich viel rede. Ich habe dich reden lassen.